Herzlich willkommen zum großen Finale von Quiz Outzelle, deiner regionalen Rateshow. Mit dabei sind die Klasse 5-2 des Hermann-Billungs-Gymnasiums, die Klasse 5b des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasiums und die Klasse 6c des Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasiums. Und nun begrüßt unser Moderatorenteam Jana und Simeon. Jana, wir müssen aufstehen. Wir müssen ganz schnell aufstehen. Herzlich willkommen zum großen Finale von Quiz Outzelle, eine Produktion der CD-Kaserne Celle. Und was für ein Applaus, Jana. Und das Tolle ist, wir sind hier heute zum letzten Mal im Möbelhaus Wallach. Und ihr seid drei von 18 Klassen, die es ins Finale geschafft haben. Genau, wir quizzen heute ein allerletztes Mal hier bei uns im Studio. Ihr habt euch durchgesetzt und könnt heute noch mal richtig zeigen, was ihr drauf habt. Denn es geht um den Finalsieg und es gibt richtig, richtig viele Sachen und tolle Sachen zu gewinnen. Der erste Platz bekommt nämlich oder gewinnt eine Klassenfahrt im Wert von 2000 Euro. Das ist der Wahnsinn. Der zweite Platz bekommt noch einen Gutschein im Wert von 300 Euro für eine Aktivität oder einen Ausflug. Und der dritte Platz sogar noch einen Gutschein im Wert von 200 Euro. Also es ist echt richtig, richtig cool. Ihr könnt hier alle mega schöne Sachen gewinnen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Heute haben wir so ein paar Besonderheiten, denn wir haben uns gedacht, wir wollen das Ganze richtig spannend machen. Und deswegen gibt es den Punktestand nur ein einziges Mal in der Mitte der Sendung für euch zu sehen, damit es bis zum Ende spannend bleibt. Ich glaube, das ist eine ganz coole Idee, damit ihr euch alle auch schön anstrengt und vor allem Spaß habt. Und eine Besonderheit haben wir noch, denn wir haben heute ein Kamerakind. Und zwar die liebe Malia. Schön, dass du da bist, Malia. Malia wird uns heute hinter der Kamera tatkräftig unterstützen. Okay, Simeon. Jana, wir waren am Montag ja schon ein bisschen unterwegs mit Quiz Outzelle. Die Klassen, die nämlich heute hier sind, wussten bis vor ein paar Tagen noch gar nicht, dass die im Finale stehen. Und Simeon und ich haben die mal im Unterricht besucht und die frohe Botschaft übermittelt. Wir sind jetzt hier vor der HBG-Halle vom Hermann-Billung-Gymnasium und wir überraschen jetzt die Klasse 5.2, denn sie sind mit einer super hohen Punktzahl ins Finale eingezogen. Das wissen sie aber noch nicht und ich glaube, sie rechnen auch nicht damit, dass wir kommen. Simeon, lass uns mal reingehen. Let's go! Die erste Klasse ist überrascht. Jetzt geht's weiter zum Kaff, weil da haben sich zwei Klassen fürs Finale qualifiziert. Auf geht's! Ja.
Okay, also wir wünschen euch viel Erfolg natürlich und wir sehen uns am Freitag. Genau, ne? Ich freue mich. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Denn ihr seid beim Finale dabei am Freitag. Ja! Freut euch? Ja! Wir haben euch, als wir euch überrascht haben, auch eine kleine Challenge mitgegeben. Das ist die Challenge für das erste Spiel direkt, denn ihr solltet einen Buchstaben, den wir euch gegeben haben, mit möglichst vielen Personen darstellen, darlegen, wie ihr es macht, für euch überlassen. Und wir haben euch die Buchstaben QOC für Quiz-O-Zelle gegeben. Und das Ziel war es eben, mit möglichst vielen Personen diesen Buchstaben zu stellen. Und wir schauen uns mal an, wie ihr das so gemacht habt. Die erste Klasse, das Q, wurde nämlich vom K von der 5B dargestellt. Da kennt man richtig, richtig gut, finde ich. Sehr schön. Dann kommt der nächste Buchstabe, das ist das O. Das war vom HBG. Wow, das ist, glaube ich, auf dem Sportplatz. Ja, mit einer Drohne gefilmt, glaube ich, ne? Richtig cool. Von oben. Wow. Und das C vom K von der 6C. Passt ja auch zum Klassennamen. 6C konnte das C darstellen. Okay, wir haben das Ganze ausgezählt. Und gewonnen hat bei dieser ersten Challenge das HBG. Ja! Sehr gut. Personen. Das ist echt der Wahnsinn. 30 Punkte gehen direkt auf euer Punktekonto für die erste Challenge. Für Platz 2 und Platz 3, beide vom KAF, gibt es jeweils 20 Punkte auf euer Punktekonto. Sehr gut. Ihr habt nämlich 350 von der 5B stellen können und 234 hat die 6C geschafft. Also das ist echt richtig, richtig cool. Super viele Personen. Und die erste Challenge ist gespielt und direkt schon Punkte abgewarnt. Mega gut. Okay. Wir haben ja gesagt, im Finale ist es alles ein bisschen anders. Und jetzt spielen wir die schnelle 4. Das sind gleich wieder 4 Schätzfragen, die Jana und ich euch abwechselnd stellen. Und das Ergebnis, was am nächsten dran ist, bekommt 15 Punkte. Also die Klasse, die am nächsten dran ist, der zweite Platz bekommt noch 10 Punkte und der dritte Platz 5 Punkte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Ihr habt dann wieder 20 Sekunden gleich Zeit zu überlegen, natürlich die Kreidetafeln rausholen, das kennt ihr schon. Und ich warte noch kurz. Die erste Frage heißt, in welchem Jahr fand erstmals der Wasserlauf statt? 20 Sekunden ab jetzt. Interessante Schätzfrage. Ja. War ja letzte Woche erst genau. Wasserlauf. Ist ja immer im März rum und den gibt es schon seit mehreren Jahren, kann man glaube ich gut sagen. So, in welchem Jahr fand erstmals der Ziller Wasserlauf statt? Noch 5 Sekunden. Und stopp. Okay, fangen wir an mit Team Blau. 1991. 1991, ja. Team Grün sagt? 1980. 1980 und Team Rot sagt 1988. Sehr nah beieinander alles. Sehr nah beieinander. Wir schauen mal, wer am dichtesten dran war. 1983 war das erste Mal der Wasserlauf. Genau, und damit hat Team Grün 15 Punkte fürs Punktekonto. Sehr gut. Danach kommt Team Rot mit 10 Punkten. Und Team Blau mit 5 Punkten fürs Punktekonto. Top. Schön. Okay, super. Hat schon super geklappt. Machen wir direkt weiter mit der zweiten Frage. Quiz auf Zelle ist ja eine Produktion der CD-Kaserne. Und bei der CD-Kaserne, da steht ein Gebäude, das ist die Halle 10. Und unsere Frage an euch ist jetzt, wie viele CDs seht ihr auf der Halle 10? Wie viele CDs hängen dort? Ich sehe schon, wie einige anfangen zu zählen. 20 Sekunden ab jetzt. Ich glaube, auf Anhieb hätte man das nicht direkt zählen können. Also, schöne Schätzfrage. Okay. 10 Sekunden Zeit habt ihr circa noch. Okay,
4, 3, 2, 1 und stopp. Okay, wir sind gespannt. Wir fangen mit Rot an. 720. 720. 720 CDs. Team Sag's Blau rot. Auch 720 und Team auch Grün auch 720. Ja, genau. Wir schauen mal auf die Auflösung. 720 ist richtig. Ja, es ist das Finale, es ist alles anders, es ist gar kein Problem. Wow. Damit bekommt ihr alle 15 Punkte. Genau. Applaus! Gut, jetzt machen wir es auch ein bisschen schwieriger. Und dafür würde ich einmal Lisa bitten, mir etwas zu bringen. Eine Klopapierrolle. Dankeschön, Lisa. So, jetzt wird es nämlich darum gehen, dass ihr mal schätzen sollt, wie viele Meter sind auf so einer Klopapierrolle. Und ganz wichtig, bitte in ganzen Metern angeben. Also nicht 2,5 oder 3,5, sondern entweder 2, 3, 50, 100, 30 und so weiter. 20 Sekunden Zeit zum Schätzen ab jetzt. Wie viele Meter sind auf der Klopapierrolle? Wir lassen es uns sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Noch 8 Sekunden. Noch 4 Sekunden. Jetzt bitte das Ergebnis raufschreiben. Und stopp. Gut, Simeon. Okay, wir brauchen mal dafür zwei Kinder. Aber lass uns davor erstmal vielleicht schauen, was geschätzt worden ist. Stimmt. Wir gucken erstmal auf die Schätzfrage. Team Blau, was denkt ihr? 25 Meter, sagt Team Blau. Was sagt Team Rot? Auch Team Rot sagt auch 25. Und Team Grün? 17 Meter, okay. Gut. Wir brauchen mal zwei Kinder, die uns helfen. Ich nehme einmal dich. Du darfst mal nach vorne kommen und du darfst auch nach vorne kommen. Ich übergebe dir das mal. Ja. Vielleicht stellst du dich damit hin, Jana. Und also, du wartest mal da, bitte. Ihr stellt euch einmal an diese schwarzen Markierungen, weil das sind genau 5 Meter. Und jetzt versuchst du mal genau über dem Strich das Ende festzuhalten. Dankeschön. Genau, und ich ziehe das hier mal raus. Und eine Bahn, Jana hat es ja schon gesagt, sind fünf Meter. Ja, du hältst bitte einfach dann wieder hier fest. Ich renne wieder zurück. Also wir haben schon mal 5 Meter. Jetzt haben wir 10 Meter. Du hältst bitte wieder hier fest. Genau. Wir haben jetzt 10 Meter. Man muss natürlich bei Klopapier immer vorsichtig sein, dass es nicht durchreißt. Jetzt sind wir bei 15 Metern. Okay. 15 Meter. 20 Meter. Ja, super. 20 Meter. Ja, halt's auch mal fest. Genau, wir gehen noch mal ein Stück zurück, ist gar kein Problem. 20 Meter, Jana. Es geht langsam dem Ende Meter. Zu, aber da ist noch was drauf. Ja. 25 haben wir jetzt. 25 haben wir schon mal. Oh, und? Ah, vorbei. Ah, was ist das? Na, es ist so zwei Schritte, oder? Warte zwei mal. Schritte. Eins. Und zwei. Ein Schritt hat circa einen Meter, oder? Also wie viel sind sie, Simeon? 27. Genau, 27 Meter hat eine Klopapierrolle. Und damit, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, hat Team Rot und Team Blau die gleiche Zahl geschätzt. Deswegen bekommt ihr jeweils 15 Punkte auf das Team. Team Grün hat den zweiten Platz gemacht und bekommt deswegen 10 Punkte. Ja. Ganz schön lang, so eine Klopapierrolle. Dankeschön an euch beide, dass ihr uns genau, dankeschön für eure Hilfe. Haben wir das Studio so ein bisschen ausgeschmückt, ist doch auch gut. So, kommen wir zur letzten Schätzfrage von Die Schnelle 4. Wir sind hier im Möbelstudio Wallach und so ein Möbelhaus zeichnet sich ja durch ganz viele Möbel aus. Man hat Schränke, man hat Badezimmer, aber wie viele Betten stehen hier eigentlich? Im gesamten Möbelhaus. 20 Sekunden zum Raten ab jetzt. Jana, ich muss sagen, ich habe sie nicht gezählt. Ich habe sie auch nicht gezählt. Wir sind ja heute Morgen da aufgewacht. Aber ich sehe hier schon. Also wenn ich hier anfangen würde, da allein dahin stehen schon 5 Betten. Ganze Menge. Noch 8 Sekunden. Wie viele Betten stehen hier? Ist egal. Und Schluss. Okay. Team Blau, wie viele Betten stehen im Möbelhaus Wallach? 200 Betten, sagt Team Blau. Was sagt Team Rot? 150 Betten. Und Team Grün sagt 300 Betten.
Wir haben schnell nachgezählt. Wie viele Betten stehen im Möbelhaus? Betten stehen im Möbelhaus Wallach. Damit hat Team Blau 15 Punkte. Spielen wir am nächsten Tag. Sehr schön. Team Rot war jetzt zweitnächstes dran, bekommt 10 Punkte. Und Team Grün 5 Punkte. Wow. 187 Betten. Das sind ganz schön viele, Simeon. Ja. Um Betten geht's auch gleich, aber davor würde mich erstmal interessieren, wer überhaupt hier bei uns im Studio ist. Mhm. Wollen wir uns einmal die Teams anschauen, ja. Simeon? Fang doch mal vielleicht bei Team Blau an. Genau, wir waren ja Montag schon bei euch, aber ich sehe zwei Glücksbringer bei euch. Haben die einen Namen? Nein, leider nicht. Nein? Löwe okay. Und Löwe. Löwe und Löwe. Wie habt ihr euch auf dieses Finale, Finale ist ja immer was Besonderes, wie habt ihr euch vorbereitet? Ich habe mir ein bisschen auf YouTube Videos über Zelle angeschaut und auch die Quizzer-Zelle-Folgen geschaut. Mhm. Von den restlichen, also die letzten. Mhm. Und ich habe mir Bücher durchgelesen. Super. Ah ja, Bücher habe ich auch gelesen. Jana. Richtig gut, ich stehe bei Team Rot, bei Jana und Sophia. Ihr tretet für das HBG an. Ja. Wie habt ihr euch vorbereitet? Habt ihr irgendwie noch zusammen trainiert, alle gemeinsam? Wir haben mit der ganzen Klasse Checkout-Zelle geschaut. Dann die vorherigen Folgen, natürlich Quizzer-Zelle. Dann noch einzeln halt gelernt. Und freut ihr euch auf was Bestimmtes am meisten? Ihr habt ja schon eine Sendung hinter euch, wo ihr schon mal mitgemacht habt. Was hat euch da so am meisten gefallen? Also ich mochte die Schätzfragen am meisten. Also war das gerade genau dein Spiel. Sehr schön, voll cool. Gehen wir mal hier rüber und zwar zur 5. Klasse vom KAF. Hi. Hi. Das erste Spiel ist vollbracht. Was sagt ihr bisher? Ja, lief. Ich hab bei dir gesehen, Schätzfragen magst du nicht so, kann das sein? Das geht. Aber ihr habt es doch super gemacht, also. Wir drücken euch die Daumen für die nächsten Spiele. Okay, wir haben aber noch ganz, ganz viele Spiele, Jana. Und ich bin jetzt gespannt, weil auf das nächste Spiel, wir haben ja gesagt, Finale ist was ganz Besonderes. Und darauf freue ich mich richtig doll. Es passt thematisch auch ganz gut, denn wir haben gerade von Betten geredet. Und um ein Spiel rund um Betten geht es jetzt. Denn wir spielen das Bettenbattle. Dafür gehen wir mal hier nach hinten. Denn wir haben hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ihr sucht gleich 4 Personen aus euren Klassen aus, die folgende Challenge spielen. Jeder bekommt ein Bett zugewiesen, jedes Team. Und es geht darum, möglichst schnell dieses Bett zu beziehen. Dafür habt ihr ein Kissen, eine Decke und einen Bettlaken. Also das Kissen muss bezogen werden, die Decke muss bezogen werden und das Bettlaken muss auf das Kissen gezogen werden. Wenn das fertig ist, kommen eure Lehrer ins Spiel. Denn sie bekommen jeweils an den Seiten einen Schlafanzug, müssen den ganz schnell anziehen, die Schlafmütze aufsetzen, die Schlafmaske aufsetzen, dann schnappen sie sich noch ein Kuscheltier. Genau, ein Kuscheltier, Jana. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Und legen sich damit in das frisch bezogene Bett. Und erst dann müsst ihr ganz schnell zu eurem Buzzer rennen und drauf drücken. Welches Team zuerst fertig ist, bekommt 30 Punkte. Platz 2, 20 und Platz 3, 10 Punkte. Aber da gibt es noch keine Besonderheit, Simeon, oder? Genau, Jana und ich schauen nämlich ganz genau, ob ihr auch das Bett richtig bezogen habt. Das heißt, das Laken muss schon richtig über die Matratze sein und es darf auch kein Knopf auf sein. Ne? Und euer Lehrer oder eure Lehrerin muss auch irgendwie vernünftig angezogen sein. Auf jeden Fall. Sonst würden also wir achten da ein bisschen Punkte drauf. Abziehen. Also ihr müsst es auf jeden Fall ordentlich machen, aber trotzdem geht es natürlich darum, möglichst schnell und genau zu sein. Okay, die jeweiligen Mitschüler und Mitschülerinnen, die hier spielen, können schon mal zu ihren jeweiligen Betten kommen. Und ich gehe hier mal rüber. Ja. Denn ich wollte einfach mal hier so ein Stimmungsbild einholen. Mhm. Wie viel Lust ihr denn jetzt darauf habt, hier auf YouTube im Schlafanzug im Bett drapiert zu sein? Total. Alles für die Klasse. Sie sind die Klassenlehrerin vom? KAF 5B. Okay. Genau. KAF 5B ist schon hier. Ich gehe einmal in der Zeit hier rüber, Simeon. Die Kids bereiten sich noch ein bisschen vor. Denn wenn ich das richtig gesehen habe, stehen hier die Lehrer vom HBG. Ist das richtig? Ja. Schlafanzug, Mütze beim Schlafen, tragen Sie das auch privat? Immer. Und Schlafmaske auch? Ja, natürlich. Wer macht das von den beiden? Zusammen. Wenn schon, denn schon. Ah, sehr schön. Gefällt mir gut. Gehen wir noch mal schnell zur anderen Klasse beim KAF rüber. Denn hier wird sich, glaube ich, auch schon richtig gefreut. Im Schlafanzug ins Bett liegen. Ist eigentlich ein Traum, so während der Arbeit, oder? Auf jeden Fall. Okay, wir drücken die Daumen.
Simeon, du gibst ein Startsignal. Ja, Jana, ich merke schon, die wollen jetzt hier loslegen. Also, okay. Ich gebe das Startsignal, ich sag gleich auf die Plätze, fährt sie los und dann geht's los. Genau. Also, auf die Plätze, fertig und los. Hört ihr nämlich nicht, wer gewonnen hat. Team Rot hat zuerst eingeloggt und bekommt damit 30 Punkte auf das Punktekonto. Sehr cool. Genau, wollen wir uns das einmal das Bett einmal, angucken von Team Rot? Also hier liegen ja zwei Leute drin und ich gucke jetzt mal. Ich habe ja den Auftrag, ob alles ordentlich ist, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, hier muss ich sagen, ist ein bisschen das Laken drüber, aber ich aber glaube, das Laken ist zu kurz, wir lassen es dem geschuldet. Genau. Aber Simeon, ich muss leider sagen, die Bettwäsche ist falsch rum drauf. Jana, was Jana alles entdeckt. Es ist super bezogen und ich bin auch dafür, dass es eigentlich egal ist, auf welcher Seite die Bettwäsche ist. Trotzdem würden wir euch dafür 5 Punkte abziehen. Aber immerhin 25 Punkte habt ihr erspielt bei diesem Spiel. Okay, los! 25 Punkte! Gehen wir zum zweiten Bett, Mann. Genau, Team Grün hat nämlich als zweites eingeloggt und... Nein, Team Blau. Komm, Team Blau hat als zweites eingeloggt. Entschuldigung, das war so schnell, es war alles so gleichzeitig. Und ihr bekommt deswegen 20 Punkte schon mal. Aber wir schauen uns erstmal das Bett von Team Grün an. Hallo, ich bin schon geschlafen. Okay, also ich sehe direkt, Bettwäsche ist auf jeden Fall richtig rum. Hier wurde sie schön eingemummelt mit den Füßen. Ich gucke dir das trotzdem mal genau an. Der Reißverschluss ist nicht ganz zu, aber da drücken wir mal ein halbes Auge zu. Der ist ja quasi zu. Und das Kissen, wie sieht es hier beim Kissen super aus? Ist total gemütlich. Ja. Okay, bleiben Sie gerne liegen. Ja. Schlafmaske ist auch auf. Ich würde sagen, 20 Punkte bleiben für Team Blau. Ja, lassen wir grüßen, lassen wir gehen. Lass okay. mal durchgehen. Okay, gucken wir bei Team Grün nochmal. Genau. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich aus. Ich guck mal hier an der Seite. Lassen wir gelten auf jeden Fall. Das Laken ist echt ein bisschen kurz, ja, Jana. Ist, ne? Ist okay? Kurz. Ist die Bettwäsche richtig rum? Die Bettwäsche ist richtig rum und der Reißverschluss ist zugezogen. Darf ich einmal hier kurz duschen? Die liegt zwar falsch rum, aber so schlafe ich auch immer. Mit Reißverschluss nach oben, also das ist total egal. 10 Punkte, Anti-Grün. Okay, während hier im Hintergrund geschlummert wird, waren wir bei der Polizei und zwar mit der 4A von der Grundschule aus Altenzelle und die haben sich da mal umgesehen. Hi. Hallo. Hallo. Willkommen bei der Polizei in Celle. Ich bin Stefan. Schön, dass ihr da seid. Ich bin hier im Einsatz im Streifendienst der Polizeiinspektion Celle. Das bedeutet, ich bin für die ganze Stadt und teilweise auch für den Landkreis zuständig und kümmere mich um Verkehrsunfälle, Diebstähle, Hilfeleistungen. Sämtliche Arten von Straftaten, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel Leute, die zu schnell fahren, die bei Rot über eine Ampel fahren, die verboten irgendwo parken, aber eben auch sogenannte Gefahrenabwehr. Also wann immer jemand die Hilfe der Polizei braucht, kann er uns anrufen. Wollen wir uns mal einen Streifenwagen angucken? Ja? Gut, dann kommt mal mit. So, wenn ihr jetzt vorne in den Streifenwagen reinguckt, dann habt ihr da oben lauter weiße Knöpfe über dem Radio.
Könnt ihr die sehen? So, da oben gibt es verschiedene Funktionen. Da macht man das Blaulicht an und aus. Da macht man die Sirene an und aus. Habt ihr schon mal das Martinshorn gehört? Ja. Ja? Okay, dann verzichten wir mal darauf, das anzuschauen. Oder wollen wir es mal anmachen? Ja! So. So, alle fertig? Ja! Dann. Das ist auch nur deswegen nicht so laut, weil du hier drin sitzt. Glaub mir, wenn du daneben stehst, dann ist es dolle laut. Das, was ich hier habe, ist eine schusssichere Weste. Das ist eine sogenannte Schutzweste. Das, was ich hier in der Hand habe, ist noch eine viel schwerere Schutzweste, die mir mehr Schutz bietet. Die sieht zwar ganz klein aus, aber die ist furchtbar schwer. Und diese Weste ziehe ich über die andere Weste, wenn die Situation richtig gefährlich sein sollte. Und jeder, der das Ding, du kannst es auch nochmal hochheben, wenn du willst, mit beiden Händen. Achtung, ich lass ja. Los. Kann ich auch einmal. Ja, ihr könnt das auch mal festhalten. Wenn man das Ding tragen muss und nicht in der Hand, sondern hier drüber. Genau, mit dem ganzen anderen Gerümpel, was wir so haben. Dann wird es irgendwann richtig anstrengend. Das ist der Gewahrsamstrakt der Polizeiinspektion in Celle. Wir hier in Celle haben 6 Gewahrsamszellen und in Bergen gibt es nochmal 3 Stück. Soll heißen, wenn Kollegen aus Lachendorf jemanden einsperren müssen, müssen die den hierher bringen. Nur die Kollegen in Bergen können das selber machen. Nochmal, was ich vorhin gesagt habe, hier gibt es keine Häftlinge und die Leute, die hier drin sitzen, sitzen nicht im Gefängnis. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein komischer Unterschied, den man schwer erklären kann, beziehungsweise der schwer zu verstehen ist. Das, was wir machen hier, dient immer nur zum Schutz von Personen oder zur Vorbereitung, zum Beispiel einer Gefängnisstrafe. Wenn Leute einen Gerichtstermin haben zum Beispiel, für die gibt es einen sogenannten Haftbefehl, dann nehmen wir die Leute fest und bringen sie hierher. Und am nächsten Tag werden sie dann einem Richter vorgestellt oder eventuell ins Gefängnis gebracht. Das wisst ihr wahrscheinlich, ne? Strafen vollstreckt oder Strafen spricht nur ein Richter aus in Deutschland oder eine Richterin. Wenn ich die Tür jetzt zumache, müsst ihr keine Panik kriegen, ich mache sie auch nicht zu, ich möchte euch nur was zeigen. Guck mal, habt ihr schon mal eine Tür ohne Türklinke gesehen? So gar nichts? Ne? Hat den Grund, wenn ich zumache, ist zu, dann kommt da keiner mehr raus. Und hier vorne, eine Klappe. Ich könnte dann also fragen, ob alles gut ist. Okay? Bevor ich die Tür aufmache, macht man nämlich hier auf und fragt erstmal, was ist denn los? Also, schön, dass ihr da wart. Danke für euren Besuch. Danke für die interessanten Fragen. Wäre schön, wenn ihr uns wieder mal besuchen kommt bei passender Gelegenheit. Okay? Macht's gut. Ciao. Ja, vielen Dank von der Grundschule der 4A aus Altenzelle. Und ja, wir spielen jetzt unser Filmspiel Buzz It. Das heißt, Jan und ich stellen euch gleich schnell, ganz schnell oder auch vielleicht nicht so schnell, 6 Fragen abwechseln und ihr müsst dann buzzern. Allerdings bitte erst buzzern, wenn ihr euch sehr sicher seid, ob ihr die Antwort auch wisst. Denn wenn ihr buzzert und ihr gebt eine falsche Antwort, dann gibt es leider auch wieder 5 Punkte Abzug. Bei richtiger Antwort 10 Punkte. Und wenn jetzt eine Klasse falsch gebuzzert hat, dürfen die beiden anderen Klassen nochmal buzzern. Es geht ja wie eben ein bisschen um Schnelligkeit, aber auch um Präzision. Mhm. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage, nämlich: Wie nennt man das Signalhorn eines Polizeiautos? Team Rot hat direkt gedrückt. Was ist Martinshorn? Martinshorn wurde eingeloggt. Martinshorn? Martinshorn? Ist richtig. Richtig! 10 Punkte für das HBG. Okay, zweite Frage. Wie lautet die allgemeine Nummer der Polizei? Das war? Ich hab's Team ich Blau. Gar nicht. Team Blau? 112. 110. 110. 110. Gut noch berechtigt. Noch da kommen wir manchmal ein bisschen durcheinander. 110 ist richtig, 10 Punkte für Team Blau. Sehr gut. Die dritte Frage. Bei der Polizei gibt es verschiedene Tiere, aber welches Tier hilft bei der Spurensuche bei der Polizei? Team der Rot hat wieder zuerst geklickt. Bitte? Der Hund. Der Hund? Und ist richtig! Weitere 10 Punkte für Team Rot. Sehr gut gemacht. Okay. Im Einspieler wurde viel darüber erzählt, welche Standorte es gibt von der Polizei, aber wo gibt es im Landkreis Celle... Tut mir leid, ich habe aus Versehen... Ich beende die Frage, dann können wir noch mal buzzern. Arrestzellen.
glaube, die Info hätte euch noch gefehlt, deswegen nehmen wir jetzt Team Blau dran. In Bergen und hier in Diggertenzelle. Genau, Bergen und Zelle gibt es da Restzelle. 10 Punkte auf euer Punktekonto. Okay. Okay. In dem Einspieler ging es ja auch ein bisschen darum, Polizei und Strafen, ne, wenn man was Böses gemacht hat. Und jetzt ist die Frage an euch, wer darf Straßen verhängen? Team Blau? Der Richter oder die Richterin. Schauen wir auf die Antwort. Der Richter oder die Richterin. Kommen wir zur sechsten Frage. Und zwar, die Polizei hat ja auch so ein bisschen Ausrüstung immer. Ne? Die haben so eine Uniform und manchmal haben die auch einen Helm auf. Und auch gefährliche Pistolen, aber immer ein bisschen Respekt vor, muss ich ja sagen. Und die Frage an euch ist jetzt, wie viel schusssichere Westen trägt ein Polizist in besonders gefährlichen Situationen? Team Blau hat wieder eingeloggt. Zwei. Genau, zwei Stück. Zwei ist... Top. 10 Punkte an Team Blau. Also hier hat es sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man den einen Spieler aufmerksam angesehen hat. Das habt ihr alle super gemacht. Gut, jetzt kommt die Zeller-Kategorie, denn wir spielen Zelle-Klick. Bei diesem Spiel werdet ihr gleich einen grauen Bildschirm bzw. ein graues Bild sehen, das immer wieder sichtbarer wird. Also Puzzleteile fliegen da ein und das Motiv, das sich da verbirgt, kann man immer mehr erkennen pro Puzzleteil. Wenn ihr denkt, das ist ein Motiv, das ihr benennen könnt, drückt ihr ganz schnell auf den Buzzer und könnt auflösen. Dann gibt es 10 Punkte, wenn es richtig ist. Aber wie eben würden wir euch auch 5 Punkte abziehen, wenn die Antwort falsch ist. Und die anderen Teams können noch mal weiter Zelle klicken. Okay, das erste Bild schauen wir uns mal an. Was ist das wohl? Ein bisschen Himmel. Was ist das? Ich finde es immer noch spannend, ja, ne? Weil die Bilder sind echt cool. Wir haben ja auch das Finale, wir haben es ein bisschen schwieriger gemacht. Ja. Was ist das für ein Bild? Team Blau hat zuerst gedrückt. Der Zellerhafen. Ist es der Zellerhafen? Es ist der Zellerhafen! 10 Punkte für Team Blau. Puh. Okay, das zweite Bild kommt jetzt. Was verbirgt sich da? Team Blau. Die Zeller Sportplätze. Leider falsch. Die erste Antwort wurde leider eingeloggt. Ihr habt dafür eben super Punkte geholt. Wir würden euch trotzdem 5 Punkte abziehen. Die anderen zwei Teams können weitermachen. Ja? Die Feuerwehr? Ist es die Feuerwehr? Schauen wir. Ja, es ist die Feuerwehr. 10 Punkte für Team Rot. Okay. Okay, letztes Bild. Letztes Bild. Auch ein spannendes Bild. Noch ist nicht sehr viel zu erkennen. Was könnte das sein? Sehr viel Grün. Was könnte das sein? Team Blau hat wieder eingeloggt. Das Teershaus? Leider nicht. Leider nicht. Ja, Team Rot. Einmal laut nochmal. Maschwiesen? Wir gucken mal auf die Auflösung. Es ist nämlich richtig, es sind die Dammaschwiesen. Okay. 10 Punkte für Team Rot. Und 5 Punkte müssten wir von Team Blau abziehen. Okay. Okay, schauen wir mal. Wir haben ja gesagt, es gibt im Finale einmal einen Zwischenpunktestand, den wir einloggen oder anzeigen. Und den zeigen wir jetzt euch einmal. Vielleicht erstmal ohne Klassen, um es ein bisschen spannender zu machen. Ohne oder? Klassen? Okay, wir schauen ohne mal. Ohne Klassen. Wie viele Punkte wurden so verteilt? Oh, okay. Das ist eigentlich recht gleichmäßig. Ja. Vor allem die Teams, aber auch das verteilt. Also alle nah beieinander. Wer hat denn jetzt welchen Balken? Ja! Okay. Team Rot, Simeon, führt mit 145 Punkten. Sehr cool. Team Blau ist bei 130 Punkten. Und Team Grün bei 75 Punkten. Aber es ist noch gar kein Problem. Wir haben noch eine Menge Spiele und es gibt auch richtig viele Punkte noch. Jana, und jetzt wird es gleich, heute geht es wieder ein bisschen um Sport, da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt geht es wieder um Sport. Genau, es wird richtig sportlich und wir spielen dafür ein Klassenmatch. Das bedeutet, jeder kann wieder mit abstimmen und kann das Abstimmungsgerät nutzen. Für eine richtige Antwort auf die Frage, die wir euch gleich stellen, gibt es 15 Punkte. Und wenn ihr daneben liegt, wird es 0 Punkte geben. Okay, gut aufpassen, wir lesen die Frage nämlich vor. Es wird sportlich, deswegen auch eine sportliche Frage. Und zwar diesmal rund um Fußball.
Welcher Rekord im Fußball ist jemals aufgestellt worden? Ist es A, dass die höchste Nachspielzeit eines Spiels 51 Minuten betrug? B, der schnellste Schuss der Welt war 380 km/h schnell? C, das längste Elfmeterschießen der Welt endete mit 30-31? Oder D, der schnellste Treffer in einem WM-Spiel erfolgte nach 11 Sekunden? Es klingt alles irgendwie sehr besonders, aber es ist ja auch ein Rekord. 20 Sekunden Zeit zum Abstimmen. Wir schauen mal. Kann irgendwie alles so ein bisschen sein. Ist alles irgendwie sehr abwegig, finde ich. 10 Sekunden noch, jetzt müsst ihr euch langsam entscheiden. Und jetzt ist Schluss. So, dann schauen wir uns mal an, was die Teams eingeloggt haben. Okay, wow. Das ging sehr schnell. Jedes Team hat Antwortmöglichkeit D eingeloggt. Der schnellste Treffer in einem WM-Spiel erfolgte nach 11 Sekunden. Simeon, du bist ja so ein kleiner Fußballprofi. Was ist denn jetzt richtig von allen? Ja, ich kann ja ein bisschen durchgehen. Also die höchste Nachspielzeit betrug 51 Minuten. Gibt ja jetzt längere Nachspielzeiten, aber... Ist wahrscheinlich schon sehr lang. Ja, ist zu lang. Schnellster Schuss, auch nicht 380 richtig. 380 km/h. Ja, ist auch zu schnell. Oh, das längste Elfmeterschießen, vielleicht gab es das mal. Oder D, der schnellste Treffer. Und es war, wir schauen mal, D, der schnellste Treffer. Und damit habt ihr alle 15 Punkte. Ihr seid richtig gut. Wir haben die Fragen zu einfach gemacht wahrscheinlich. Ja, das war Fußball. Es geht auch um Fußball in dem nächsten Einspieler. Denn wir von Quiz Au Celle waren beim Frauenfußball bei Fortuna Celle. Also ich spiele im Mittelfeld und im Sturm. Mir gefällt besonders da, dass man viel läuft und Tore schießen kann. Ja, ich spiele im Tor und mir gefällt besonders gut, einerseits, wenn wir im Training Torschuss üben, weil da habe ich eine Menge zu tun. Also zuerst treffen wir uns alle, dann kommen wir hier zum Platz, legen unsere Sachen ab, dann laufen wir uns warm, machen Aufwärmübungen und dann fangen wir eigentlich auch an. Ja, dann trennt sich das Training quasi so. Ihr macht euer Training und ich mache mein Training. Am Fußball macht mir besonders Spaß, dass es halt einfach ein Teamsport ist, dass man halt immer zusammenspielt und immer füreinander da ist. Also auch zusammen gewinnt, aber auch zusammen verliert. Und was mir auch so wichtig ist, dass wir auch als wir Mädchen die Jungs beweisen, dass wir Mädchen halt auch einfach auch gut machen können. Ich bin zum Fußball gekommen, weil ich vorher geschwommen bin und ich fand das langweilig. Dann habe ich ein paar Sportarten ausprobiert, unter anderem auch Fußball. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier. Meine Lieblingsübung ist Dribbling, weil ich da lerne, den Ball mit meinem Fuß zu führen. Ich gehe gerne zum Training, weil ich da auch mit meinen Freunden etwas Spaß haben kann und weil wir viele tolle Übungen machen und es mir Spaß macht. Mega Schlachtruf, auf jeden Fall. Richtig cool. Fußballerisch wird es jetzt auch in unserem Spiel. Und dafür haben wir wen ganz, ganz Besonderes eingeladen. Und zwar Isabel Wassmann. Heißt wir herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Hi. Hi. Genau, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Ihr seht es schon, Isabel spielt bei Hannover 96. Die Nummer 25, welche Position spielst du? Hinten links, Linksverteidigerin.
Okay, ist das anstrengend oder geht? Das ist anstrengend. Das heißt die ganze Zeit die Linie hoch und runter laufen, viel Bewegung, aber es macht auch sehr viel Spaß. Mhm. In welcher Liga spielt die Isabel? Wir spielen Regionalliga. Das ist die dritthöchste Liga bei den Frauen. Mhm. Und wie viele Tore hast du schon in deiner Karriere geschossen? Als Verteidiger, ich weiß als nicht so viel, aber... Als Verteidigerin ist es schwierig, aber tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, mache ich, wenn dann, Tore mit dem Kopf. Ich bin recht klein, aber wenn dann, mache ich Tore mit dem Kopf. Dann musst du ja eine immense Sprungkraft haben, ja, oder? Mach einmal vor, wie hoch du springen kannst. Oh ja, wie ja, okay. Als ich. Aber sie hat ja auch ein bisschen Gewicht dabei. Ja, genau. Denn du hast ein bisschen Equipment für unser Spiel mitgebracht. Mhm. Denn wir spielen heute, es wurde gerade schon an der Torwand hier reingeschoben, wir spielen jetzt natürlich Torwandschießen. Und zwar dafür brauchen wir gleich die Fußballkinder. Und dann habt ihr, jede Klasse hat 6 Schüsse, 3 unten und jeweils 3 oben. Ja, und wir gehen dann zuerst, macht jede Klasse erstmal 3 unten. Und dann in der zweiten Runde 3 oben. Und wir zählen natürlich wieder mit. Die Treffer, du zählst auch fleißig mit. Vielleicht genau, zeigst du einmal deine fußballerischen Qualitäten. Das kann ja jetzt eigentlich nur schief gehen. Also der genau. Druck ist ja jetzt recht hoch. Und dann gibt es wieder für den ersten Platz, also mit den meisten Treffern, 30 Punkte. Für den zweiten Platz 20 Punkte. Und für den dritten Platz immer noch 10 Punkte. Genau. Und wie ihr euch das aufteilt, wer welche Schüsse macht, ist auch komplett euch überlassen. Ja. Okay, einmal so, Isabel. So macht ihr es schon mal nicht. Genau, willst du noch einmal oben probieren? Jetzt noch einmal oben. Wenn der Ball liegen bleibt. Oh, das ging ins Müll, das ist aber kein Problem. Die Bälle weicher sind heute. Aber du hast auch eine sehr, also du hast wirklich einen richtig starken Schuss. Da ist wahrscheinlich so ein bisschen schwierig, so zu schauen, wie doll man jetzt schießen muss. Genau. Okay. Okay, wir brauchen jetzt einmal die Fußballkinder zu uns hier vorne auf die Bühne. Von jedem Team. Ich schaff das schon. Einmal nach vorne kommen, ruhig. Einmal zu uns nach vorne kommen. Jana schreibt gleich auf und ich frage ihr noch mal ganz kurz. Spielst du Fußball? Also im Moment spiele ich kein Fußball, aber ich möchte wieder anfangen. Sehr gut. Du siehst auch sehr sportlich aus. Du spielst auch Fußball? Ja. Bei welchem Verein? SV Nienhagen. Nienhagen, ja. Ich gehe mal hin. Ihr seid auch Fußballer, oder? Ja, ich bin Fußball im VfL Westerzelle. Mhm. Ich spiele bei Altenhagen. Okay. Und dann gehe ich noch mal rüber. Hier sind wahrscheinlich auch Fußballer. Ich spiele bei SV Fortuna. Mhm. Ich spiele kein Fußball. Okay, ja, aber ist ja nicht, muss man ja auch nicht, ne, man kann ja auch, wenn man nicht im Verein ist, spielen. Okay, dann darf Team Grün einmal anfangen. Ihr dürft unten jetzt eure Schüsse, und ihr könnt euch abwechseln, ne? Insgesamt 3. Ihr macht jetzt eure 3 Schüsse unten und ihr müsst natürlich wieder ein bisschen anfeuern, das ist ganz wichtig. Also, erster Schuss, okay. Los geht's. Oh, der war knapp, okay. Ganz knapp. Ich schieße dir zurück. Ja. Zweiter Schuss. Und da ist der erste Treffer. Und einen Schuss habt ihr noch für unten. Oh, schade. Okay, dann darf jetzt Team Rot bitte. Weibliche Verstärkung. Ein Treffer für Team Grün. Oh. Der war ganz knapp. Der war sehr knapp. Zweiter Schuss, Team Rot. Oh. Auch knapp. Ganz knapp. So. Und der dritte Schuss. Auch sehr knapp. Okay. Team Blau. So, darf unten die Schüsse anfangen. Okay, zweiter Schuss. Ich habe die Kamera mitgenommen, aber sie ist noch heile. Zweiter Schuss. Oh, der war auch knapp. Alles sehr knapp. Das ist schwieriger als gedacht. Ja, darfst. Okay, gut. Damit sind wir mit der ersten Runde durch. Jetzt kommt die zweite Runde oben. Team Grün darf wieder anfangen. Zeller, wie du 2, mach gut ein. Das macht am meisten Sinn. Okay, erster Schuss. Oh, die Höhe stimmte, Jana, die Höhe stimmte schon mal. Ja. Leider ein bisschen nach links. Auch ganz knapp. Bisschen mehr Gefühl. Hier nochmal die Tipps vom Profi, bisschen mehr Gefühl. Ja. Okay, also es bleibt bei einem Treffer für Team Grün. Oh, gar nicht so schlimm. Aber ordentlich hoch. Ja.
Zweiter Schuss. Oh, auch knapp. Es ist sehr knapp. So, jetzt aber. Okay, letzter Schuss von Team Rot. Oh, der war sehr knapp. Da haben nur Zentimeter gefehlt. Okay, Team Blau. Letzte Runde. Oh, das war schon mit Gefühl auf jeden Fall. Das stimmt. Der zweite Schuss von Team Blau. Ja, zweiter Schuss. Okay, und letzter Schuss von Team Blau. Okay, vielen, vielen Dank. Es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach. Und gleich gehen wir mal zu Jana und schauen mal, wie es aussieht. Wir schauen mal. Okay, also, ihr habt das echt toll gemacht. Es ist wirklich auch schwierig, so genau zu treffen. Aber Team Grün hat einen Treffer gehabt und bekommt deswegen 30 Punkte auf das Spiel. Sehr cool. Team Rot und Team Blau haben keinen Treffer geschafft und haben somit den zweiten Platz belegt. Beide und bekommen 20 Punkte. Okay, ihr könnt wieder zurück auf eure, Dankeschön. Auf eure Plätze gehen. Vielen Dank. Und Isabel, schön, dass du bei uns warst. Ja, danke. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Viel Erfolg noch. Und noch viele Kopfballtore. Also ich nehme auf jeden Fall mit beim Fußballschießen ein bisschen mehr Gefühl, wenn man zumindest genau schießen möchte. Genau, gerade oben braucht man ein bisschen Gefühl. Okay, Jana, wir kommen zur nächsten Kategorie, denn wir haben ja immer unsere Kategorie Geschichten aus der Altstadt. Und für euch ist gleich wieder wichtig, gut zuzuhören, denn die Hehlentor Grundschule war in der Altstadt unterwegs. Auf der heutigen Stichbahn wurden jahrelang Ritterturniere ausgetragen. Zum Beispiel, wenn die Herzogfamilie etwas zu feiern hatte oder wenn es einen Jahrmarkt gab. Die Ritterturniere waren immer ein riesengroßes Event für die ganze Stadt und alle Bürgerinnen und Bürger versammelten sich, um sich das Spektakel gemeinsam anzusehen. Doch dabei haben die Ritterturniere nicht stattgefunden, um jemanden ernsthaft zu verletzen. Sie dienten eher als Übung für einen Ernstfall, damit die Ritter trainieren konnten. Bei dieser Übung sind die zwei Duellanten aufeinander zugeritten und haben versucht, sich vom Pferd zu werfen. Dabei nutzten sie Schwerter oder lange Lanzen. 1471 nahm der Zeller Herzog Otto der Großmütige an einem großen Turnier hier auf der Stechbahn teil. In schwerer Rüstung und mit Schild und Lanze ausgestattet, ritt er auf seinem Ross seinen Duellanten entgegen. Doch bei dieser Kampfübung ist er so stark verletzt worden, dass er an den Folgen seines Unfalls starb. Okay, es ging irgendwie so ein bisschen um Ritter. Und ihr müsst jetzt gleich wieder eure Abführungsräte rausholen, denn wir spielen das nächste Klassenmatch. Bei richtiger Antwort wieder 15 Punkte, bei falsch eingeloggter Antwort leider 0 Punkte. Die Frage lautet, ich lese sie einmal vor, welches Sprichwort stammt aus der Zeit, als Ritterturniere noch stattgefunden haben? War es A, der Wink mit dem Zaunpfahl? War es B, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? War es C, jemanden im Stich lassen? Oder war es D, ein Brett vor dem Kopf haben? Ihr habt 20 Sekunden Zeit, ab jetzt. Hier wird schon heiß getuschelt. Ich glaube, es gibt ein paar Vermutungen. Das letzte Klassenmatch im Finale von Quizau Celle. Noch 8 Sekunden. Und stopp. Zeit ist um. Was habt ihr getippt? Schauen wir einmal rein. Auch hier ist es wieder eindeutig. Ja, ist sehr eindeutig. Lass uns das einmal durchgehen. Das sind ja alle Sprichwörter tatsächlich. Ah, okay, ne? Ja. Der Wink mit dem Zaunpfahl ist ein Sprichwort auf jeden Fall. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm auch. Jemanden im Stich lassen, das habt ihr übrigens alle eingeloggt. Also sehr klares Ergebnis. Und Antwort D, ein Brett vor dem Kopf haben. Wir schauen uns mal die Auflösung an. Wenn ein Ritter durch den Kampf vom Pferd gefallen ist, hat sich sein Assistent, der sogenannte Knappe, um das Schlachtross gekümmert.
Das Pferd ist nämlich weggelaufen und musste wieder eingefangen werden. Da die Ritterrüstung aber 30 bis 40 Kilo wog, lagen die gefallenen Ritter hilflos auf dem Rücken und konnten ohne Hilfe nicht aufstehen. Sie wurden von ihrem Knappen im Stich gelassen. Okay, also Antwortmöglichkeit C war richtig. Jemanden im Stich lassen, das heißt, es gibt wieder für alle 15 Punkte. Applaus! Also, was man hier sehen kann, ist, dass ihr es wirklich alle verdient habt, im Finale zu stehen, weil ihr fast alle Fragen eigentlich richtig beantwortet habt. Das ist echt gut. Okay, wir kommen zum Ende des Finales, denn wir spielen ein letztes Mal Action Clash. Action Clash spielen wir heute nicht alleine, denn mit einer Altbekannten zusammen. Und zwar mit Sinja aus der CD-Kaserne. Ich guck mal, wo Sinja hier ist. Sinja! Hi! Hi, Sinja! Hi! Herzlich willkommen! Hey. Sinja ist so ein bisschen unsere Spielexpertin, genau. Ist im Haus 7 sonst. Sinja, was hast du uns heute Tolles mitgebracht? Das sind so Pylonen, ne? Das ist ja mit irgendwie ein bisschen Straßenverkehr. Da gibt es ja manchmal auch so rote Pylonen. Nein, Quatsch, ist doch kein Straßenverkehr hier. Das ist ein Actionspiel, mir dachte ich, das ist das Interactive Game, das Finalspiel für heute. Okay. Und ich finde, Jana Simeon, ihr dürft es heute einfach mal vormachen. Ach, okay. Ja, es geht bei dem Spiel nämlich um Schnelligkeit. Mhm. Bevor wir das spielen, erkläre ich euch das aber, damit ihr wisst, was ihr machen müsst. So, und zwar leuchten hier, das sind Buzzer. Da könnt ihr richtig draufdrücken, da passiert nichts, die macht ihr nicht kaputt. Da müsst ihr sogar richtig draufdrücken. So, die leuchten, wenn ich das Spiel starte, in zwei Farben auf. Einmal in Rot, du bekommst die Farbe Rot. Okay. Und du bekommst die Farbe Grün. Und ihr spielt zusammen. Ich muss hier noch den Koffer aufmachen. Also spielen wir in einem Team, meinst du? Oder? Nee, ihr spielt gegeneinander. Ach so, okay. Das ist ganz wichtig, ihr spielt gegeneinander. Wir spielen gleich mit den Klassen in Turnierform. Jeder spielt gegen jeden, aber ihr macht es gleich einfach einmal vor. Okay. So, und zwar Simeon, ich gewinne. Genau. Ja, mal schauen, wer schneller für euch ist. So, hier, das ist nämlich, das gehört mit dazu. Ich mache den schon einmal an. So, und zwar stellt ihr euch beide am besten hier vorne hin, nebeneinander. Wenn ich hier gleich das Startsignal drücke, dann kommt noch eine Musik vorweg und dann auf Signal lauft ihr los und drückt ganz viel eure Farbe. Jana Rot, Simeon Grün. Wer zuerst 10-mal seine Farbe abgebuzzert hat, die wechseln immer wieder den Ort, der hat gewonnen. Okay. Alles klar, habt ihr noch Fragen oder ist für euch soweit erstmal alles klar? Nee, ich glaube, es ist alles klar. Und ich finde, die Klassen können ja auch einfach jetzt mal Jana und Simeon ein bisschen anfeuern. Ich hab nur unglaublich, oder? Danke, Simeon. Genau. So, es wird immer angezeigt, welches Team gewonnen hat. Rot hat hier gewonnen. Ja, das ist ganz schön anstrengend. Bist du aus der ein bisschen schwer. Also, es ist ja auch nochmal das Finalspiel. Ne? Da darf man ja nochmal ein bisschen aus die Puste kommen. So, dann würde ich sagen, die Kinder, die das Spiel spielen, dürfen nach vorne kommen. Nach vorne. Okay, einmal die Action-Kinder nach vorne, Team Grün. So. Okay, ihr beide. Wir können ja noch mal ganz kurz hier. Jana, ich gebe dir mal das Mikro. Ich sehe hier schon ein paar bekannte Gesichter vom Fußball. Ich zeige euch, kenne ich schon. Habt ihr das Spiel soweit verstanden? Ja. Okay, habt ihr auch Lust? Ja. Ihr habt bestimmt eine bessere Ausdauer als ich, oder? Ja, vielleicht. Ich bin mir sicher. Okay, dich kenne ich auch schon vom Fußball. Wer bist du? Lucy. Lucy spielt hier für Team Grün. Wer steht bei dir, Simeon? Auch nochmal zwei Actionkinder. Wer bist du? Klaas. Klaas und? Luisa. Okay, und ich hoffe, ihr habt auch genug Ausdauer. Okay, super. Sinja, dann darfst du mal sagen, wer anfangen darf. Genau, das können wir hier oben lesen. Und zwar spielt einmal das HBG. Spielt erstmal eine Person von euch. Ihr habt ja zwei Durchgänge. Das heißt, jeder ist einmal dran. Wer fängt von euch an? Du, dann kommst du schon einmal hier. Spielt einmal gegen Kaff. Wer fängt bei euch an? Fünfte Klasse, genau. Dann stellt euch hier hin. Und was vielleicht noch gut ist zu wissen, Sinja, wie gewinnt man denn das Spiel überhaupt? Haben wir das schon gesagt? Am besten, wer die meisten Spiele gewonnen hat, oder? Ja, also jedes Team spielt ja zweimal. Und wer am Ende die meisten Siege hat, bekommt 30 Punkte. Nochmal.
für den Punktestand. Und der zweite Platz? 20 und der dritte Platz dann. Okay. Genau, also ihr könnt noch mal richtig Punkte sammeln. Ich weiß nicht, vielleicht fängt ihr gleich erst an zu feuern, wenn die beiden loslaufen, weil der Koffer, der gibt ein Signal. Und das könnte man eben nicht so gut hören, als ihr schon gestartet habt. Das heißt, wenn die beiden erst loslaufen, dann feuert ihr richtig an. Okay, so und genau, welche Farbe? Das ist sehr gut. Ich würde sagen, weil ihr Team Rot seid, rote Farbe und ihr bekommt die grüne Farben. Okay, also Rot und Grün drücken. Seid ihr beiden startklar? Okay. Drei, zwei und los! Los! Einmal an der Reihe. Und wer fängt bei euch an? Du? Dann komm einmal hier vorne mit her. So. Ich würde sagen, ihr bleibt bei Farbe Grün und ihr bekommt Rot. Okay? Rot, Grün. Seid ihr beiden startklar? Ja. Okay. Dann drücke ich den Knopf. Dir. Ja? Das sah aber sehr actionreich aus. Bisschen wie bei Mario Kart. Also ist trotzdem super gemacht. Wahnsinn. Okay, wir stellen dir nochmal hier fürs letzte Spiel nochmal wieder hin. Die rutschen ein bisschen, wie ihr gesehen habt. So, dann bist du einmal dran. Auf geht's. Und du, ihr beiden. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ihr seid rot und du nimmst Farbe Grün. Okay, Grün, Rot. Seid ihr beiden startklar? Okay, dann drücke ich das Startsignal. Und bitte aufpassen. Sehr gut. So, jetzt Simeon, du hast mitgezählt. Ich habe einen Zwischenstand. Also, Team Grün hat zwei Spiele gewonnen. Team Blau hat einmal gewonnen. Und Team Rot hat leider noch kein Spiel gewonnen. Aber es gibt ja noch die Rückrunde sozusagen, ne? Nee, wir spielen tatsächlich nur einmal. Ach so, Entschuldigung, das war mein Fehler. Damit steht aber schon das Ergebnis fest, wenn ich richtig gerade aufgepasst habe. Ja. Hat die 5B vom KAF, also Team Grün, 30 Punkte erspielt. Ja. Auf Platz 2. Genau, auf Platz 2 ist die 6C vom KAF. Und auf Platz 3 ist Team Rot. Mit 10 Punkten. Mit 10 Punkten. Richtig gut. Vielen Dank. Top. Super. Sehr gut. Wow. Okay. Ihr könnt gerne mal wieder zu euren Klassen zurückgehen. Sinja, was Wahnsinn. Hast du denn da für ein cooles Spiel mit? Ja, das ist ja Hammer, ne? Das ist echt sehr actionreich. Also, ich würde auch sagen, wer das spielen möchte, kommt ins Haus 7. Wir spielen das immer zwischendurch. Das gibt es ja auch mit verschiedenen Punktzahlen. Also ich habe gesehen, man kann auch mit anstatt 10 mit 25 machen. Oder ja, sogar wir spielen das bis 100. Ach Gott. Ja. Bis 100, ja. Okay, da braucht man aber Konditionen für. Also das ist ja wie ein bisschen Fußballtraining auch, so Konditionsübung. Aber auch spielerisch. Also cool, danke Sinja, dass du da warst. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Simeon, ihr seid am Ende der Sendung angekommen. Alle Spiele sind gespielt, alle Fragen sind gestellt und wir haben ein Ergebnis. Das Ergebnis steht fest. Wollen wir uns das einmal angucken gemeinsam? Ja. Erstmal wieder ich glaub, ohne Balken, ohne Namen, genau. Oh. Okay. Also das ist spannend. Das ist ein bisschen... Oh, das ist ein ganz kleiner Unterschied, sonst hätten wir fast ganz kleiner Unterschied. Okay. Okay, wir loggen oder zeigen das Ergebnis sofort an, und zwar alle Klassen gleichzeitig. Also seht ihr jetzt sofort
wer Quizau Celle gewonnen hat. Wer hat Quizau Celle gewonnen? Ja! Okay, wir küren die einmal. Genau, wir küren euch jetzt einmal. Also, wir brauchen einmal Team Grün nach vorne. Genau. Team Grün hat nämlich einen tollen dritten Platz gemacht. Ja, ihr könnt euch stolz darauf sein. Sehr gut, top gemacht. Ihr habt euch unter 18 Klassen durchgesetzt. Richtig gut. Okay, und wir haben auch einen kleinen Check für euch. Einen Check haben wir nämlich. Genau, es gibt nämlich schon den Preis jetzt einmal. Wir warten einmal aus der Regie. Ja. Genau, kommt alle mal nach vorne. Team Grün, oh, 165 Punkte. Damit habt ihr eure Vorrunden-Punktzahl nochmal aufgeholt. Und ich darf einmal den Buzzer-Kindern diesen Scheck überreichen. Wo sind sie denn, Fiona? Und hier, sehr schön. Ihr habt eine Klassenattraktion im Wert von 200 Euro gewonnen. Das ist richtig gut. Sehr schön. Okay, Platz 2, knapp dahinter, also 200 Punkte, absoluter Wahnsinn, war Team Blau, das Kaff-Gymnasium. Bitte einmal nach vorne kommen. Wir können das vielleicht hier mal so hinstellen, hier an die Seite. Ein wirklich sehr knappes Rennen, Platz 2, 300 Euro für eine Klassenaktion. Sehr schön! Applaus! Okay. Und jetzt begrüßt mit mir und Simeon zusammen die Gewinnerklasse von Quizau Celle hier vorne auf der Bühne. Team Rot, komm einfach. Yeah. Okay. Ihr habt Quizau Celle gewonnen. Ihr habt euch unter 18 Klassen durchgesetzt. Und ich darf wem diesen Scheck überreichen? Allen. Ich, die Buzzer-Kinder, genau. Ihr habt eine Klassenfahrt im Wert von 2000 Euro gewonnen und Quizau Celle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Yeah. Jana, das war Quizau Celle. 7 Folgen, 6 Folgen mit einem großen Finale. Wirklich spannend. Mit tollen Klassen, ja. Mit tollen Kindern. Ihr habt das alle echt grandios gemacht. Natürlich haben wir Gewinne, aber es ging vor allem darum, dass ihr Spaß habt, mal was anderes ausprobiert und als Klassengemeinschaft zusammenwachst. Und das habt ihr richtig gut hinbekommen. Das war Quizau Celle. Wir verabschieden uns und sagen tschüss. Tschüss. Top 3 von 18 Klassen. Ja, also okay. Ihr wart richtig gut. Ja, alles gut. Ja.